Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Alle kennen diese Gerichte und Pottgerichte, wo wird alles gekocht in einen Topf, ob das ist Gemüse, Fleisch, und so ist es heute bei mir, dieses Gericht entstanden. Ich habe jetzt auf meinem Teller Reis mit Gemüse und Zucchini gefüllte mit Hack und alles in einem Topf. In 30 Minuten ist euer Essen auf dem Tisch. Was will man da noch mehr? Und außerdem, hier kann man auch ein bisschen Reste verwerten. So wie es bei mir heute. Es ist gestern bei mir noch ein paar Möhren übrig geblieben und ein bisschen gehabt ist noch übrig geblieben. Und dann natürlich, weil jetzt noch immer Zucchini sind, habe ich gedacht, machen wir weiter mit Zucchini. Und wenn ihr Interesse habt, was und wie habe ich es gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diese leckere Mittagessen habe ich jetzt folgende Zutaten vorbereitet. Kann man sagen, dass ich habe auch sogar so ein bisschen Reste hier rausgelegt. 3 Möhrchen, nicht so groß, oder nimmt man so 2 große Möhren, eine so mittelscharfe Chili, 2 Tomaten, weil jetzt auch die Tomaten kommen, dann eine große Zwiebel, dann habe ich noch hier den Rest von dem gehackten Fleisch, habe ich eine Tasse Reismehl vorbereitet, wir sind nur zu zweit, deswegen habe ich nur diese Kaffeetasse genommen, wenn ein bisschen mehr Leute an Tisch, dann nehmt ihr ein bisschen mehr. Dann ein Esslöffel Tomatenmark, ein bisschen Gewürze wie Kurkuma, dann unsere selbstgemachte Fleischgewürz, dafür habe ich auch ein Video, kann ich natürlich Link reinstellen. Und dann unsere selbstgemachte Gemüsebrühe, ein bisschen Öl zum Braten und dann Zucchini. Wir brauchen Zucchini noch. Ich habe jetzt geschafft, noch nicht so ganz die wachsen lassen und habe die jetzt geerntet und hoffe, dass werden die dann nicht so große Kerne da drinnen, dass ich kein schönes Scheibchen schneide. Mal schauen. Was machen wir als Erste? Wir machen unser Gehacktes fertig. Das Gehacktes habe ich von Fleisch und ist normalerweise schon ein bisschen gewürzt. Ich möchte gerne nur ein bisschen nachwürzen. Dafür nehme ich mein Fleischgewürz und gebe noch so ein bisschen drauf. Das sind auch Kräuter. Und dann gebe ich noch von den gefrorenen Kräutern. Das ist ein bisschen Dill und ein bisschen Petersilie. Noch ein bisschen von getrocknetem Knoblauch. Und dann kneten wir es alles gut. Wir werden kein Ei dazugeben. Sonst könnt ihr noch Salz und Pfeffer dazu geben, aber wie gesagt, der Gehacktes war schon gewürzt. Und am besten ist, wenn ihr ein bisschen mit ein bisschen Fett Gehacktes habt, dass er ein bisschen so saftiger wird. So, das haben wir schön fest. Und jetzt bereiten wir unsere Zucchini vor. Ich habe die schon abgewaschen, die sauber, Pfanne von Ende, schneide das ab und machen wir so. Wir machen erste Schnitt nicht zu Ende und die zweite zu Ende. Dann wieder nur anschneiden und dann durchschneiden. Dass ihr so wie so eine kleine Tasche habt. Bereiten wir erstmal unsere Zucchini vor. So habe ich mir ein bisschen vorgearbeitet und jetzt werden wir die mit gehacktem Füllen aufmachen, so wie ein kleiner flacher Klops machen und stecken wir da rein. Korrigieren, ein bisschen nach unten drücken und so sieht dann aus. Und erstmal bereiten wir unsere Zucchini vor, so wie gefüllte Zucchini. So, mit den Zucchini-Scheiben füllen bin ich fertig. So schick sieht es aus. Und so viel ist übrig geblieben, genau die Hälfte. Da kommen die langsam zusammen, aber Gott sei Dank, die sind noch fein. So, das nächste bereiten wir unsere Gemüse vor. Den Zwiebel in die Würfel oder Halbscheiben schneiden, Möhren reiben und Tomaten auch in kleine Würfel schneiden. Parallel können wir schon die Pfanne auf den Herd stellen und ein bisschen Öl reingeben.
Ich nehme gleich so eine tiefere Pfanne, dass ich gleich alles da reinmachen kann und gebe wirklich so vielleicht 2 Esslöffel Öl zum Braten. Und dann auch Tomaten. Dann in kleine Würfel, dann spürt man von den Tomatenhaut nichts. So, und die Chili. Unbedingt probieren, wie scharf die Chili ist, dass dann ganze Gerichte nicht verderben. Ich schneide nur ein paar Streifchen von den Chili, weil ich habe jetzt probiert und es wirklich scharf. So, jetzt haben wir uns alles vorbereitet und gehen jetzt ans Herd. So, als erstes geben wir Zwiebel rein. Und werden wir Zwiebel etwas anbraten, bis das Rostaroma legt. So, unsere Zwiebel fängt schon so goldig sein. Es riecht schön angenehm. Und jetzt geben wir dazu geriebene Möhren. Werden wir auch jetzt die Möhren auch kurz anbraten, dass sie weich werden, so zusammenfallen. Kann man kurz Deckel drauf machen, dann wird es alles schneller gehen. Die Hitze mache ich jetzt auf die mittlere Stufe. So, nach ein paar Minuten reicht das gut. Es ist schon zusammengefallen. Jetzt geben wir ein Esslöffel Tomatenmark. Und hinterher auch gleich Tomaten. Schöne Gemüsebett machen wir für unseren Reis. So, jetzt können wir gleich hinterher unsere ausgewaschene Reis. Ich wasche immer Reis, diese lose Reis wasche ich immer ab. Und ihr werdet wundern, was für so eine dreckige erste Wasser ist. Wer weiß, wo überhaupt überall diese Reis gelegen und geschoben wurde. Deswegen am besten lieber in auswaschen. Und außerdem, dann wird ein bisschen Stärke ausgewaschen und dann Reis wird nicht so klebrig. Ich nehme ganz normale Reis. Werden wir es alles schön verrühren mit dem Reis. Und dann können wir schon auch Wasser gleich geben. Am besten gleich heißes Wasser. Ich habe eine Tasse Reis genommen, deswegen nehme ich 2 Tassen Wasser. So, nochmal umrühren. Ach ja, den Chili nicht vergessen, wie es so scharf mögt. Dann gebe ich noch so einen Teelöffel von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe. Bisschen Kurkuma. Salz nach Geschmack. Probieren Sie. Jetzt nachwürzen, umrühren und dann probieren. Pfeffer aus der Mühle. Und ich gebe noch ein bisschen Paprikarosenscharf. Und wie gesagt, erstmal nach Gewürze probieren. Schmeckt alles gut. Jetzt können wir unsere Teile hier reinlegen. So, meine Lieben, jetzt können wir Deckel drauf machen. Die Hitze wirklich sogar vielleicht unter mittlere Stufe reinmachen, dass es nur langsam schmort. Und so ungefähr 30 Minuten muss es köcheln. So, es sind jetzt 30 Minuten rum. Und jetzt holen wir unser Essen an den Tisch. Schaut, wie toll sieht das aus. Jetzt holen wir erstmal ein paar Zucchini-Scheibchen. Schaut, schön ganz geblieben. So, und dann auch Gemüsereis. Schaut, wie toll sieht das aus. Mit schön viel Gemüse, gleich Beilage. Und die für Fleisch esse gleich auch Fleisch. Und so, meine Lieben, schaut, wie so aussieht. Duftet richtig toll. Bisschen Grünes fürs Augen
Und ich glaube, hier braucht man keine Soße oder sowas, weil es ist richtig schön, alles schön weich. Die Zucchini richtig sind schön durch. Können wir jetzt sogar einen aufschneiden. Gehackt ist es auch durch. Will man richtig gleich reinbeißen, aber es ist wahnsinnig wie heiß. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns was ganz Leckeres gemacht und haben wir alles in einen Topf gekocht, nicht viel Abwasch und schmeckt es wirklich sehr, sehr lecker. Und ich werde mich sehr freuen, wenn einer oder die andere das nachmacht und mir einen Kommentar hinterlässt. Daumen hoch, vielen Dank, liebe Freunde, und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!